Tiroler Berge, Tiroler Berge, die hat der liebe Gott allein für uns gemacht. Tiroler Berge, Tiroler Berge, ganz nah am Himmel, da wo nur die Sonne im Sommer zum Gipfel geht, bei uns in Tirol, bei uns in Tirol. Und dann im Winter den Schneemann sehen, im schönen Land Tirol. Tiroler Berge, Tiroler Berge, die hat der liebe Gott allein für uns gemacht. Überall Frieden spürt, bei uns in Tirol, bei uns in Tirol. Und auch immer wieder sein Herz verliert im schönen Land Tirol. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei der Straße der Lieder. Wir sind diesmal in Tirol und ich freue mich ganz besonders, Sie hier begrüßen zu dürfen. Tirol ist nämlich meine Heimat. Hier in Innsbruck bin ich geboren. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserer Sendung. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie sehr herzlich. Wir singen die schönsten Lieder aus Tirol, wie zum Beispiel das Kufsteinlied. Ich wünsche viel Freude auf der Straße der Lieder. Und diesmal dabei neben Hansi Hinterseer die Klostertaler, Christina Bach, das Alpentrio Tirol, Angelika Milster und viele andere. Die Straße der Lieder gehört allen Menschen. Sie kennt alle Sprachen und hat keine Grenzen. Die Straße der Lieder macht fröhlich und frei. Sie Z
ist meine Heimatstadt. Und wenn ich Ihnen, liebe Zuschauer, ein bisschen etwas über Innsbruck erzählen möchte, dann muss ich mit dem weltberühmten goldenen Dachl anfangen, dem Wahrzeichen von Innsbruck. Aus meiner Schulzeit habe ich mir Folgendes gemerkt. 2738 vergoldete Schindeln sind dort oben. Und Kaiser Maximilian ließ diesen Prunkerker vor 500 Jahren als Loge bauen, von wo aus er und sein Hofstaat die Ritterturniere hier unten auf dem Platz beobachten konnten. Der Habsburger hat Innsbruck zum Zentrum seines Reiches gemacht. Wo er residierte, da wollte er auch begraben sein. In der Hofkirche hier hat er sein Grabmal gleich selbst entworfen. Als kleines Kind war es mir hier immer ein bisschen unheimlich, inmitten der schwarzen Manda, wie wir sagen. Diese Bronzefiguren, die zum Teil römische Kaiser darstellen, zum Teil seine eigenen Vorfahren, ließ Kaiser Maximilian anfertigen, um dem Hause Habsburg ein Denkmal zu setzen. Wie das Leben aber so spielt, wurde er selbst nicht hier, sondern in Wiener Neustadt begraben. Hinter fast jedem Haus ein Berg. Schon als Kind hat das Eva Lind fasziniert. Hier ging ihr Schulweg entlang. Und hier hat sie die ersten Schritte für ihre spätere Karriere gemacht. Mit 13 habe ich mich hier am Konservatorium heimlich angemeldet. Nicht einmal meine Eltern dürfen etwas davon wissen. Und habe einer Gesangslehrerin vorgesungen, die gemeint hat, es besteht Hoffnung. Sie hat mich dann ausgebildet und heute noch, wenn ich zu Hause in Tirol bin, gehe ich zu ihr und studiere meine neuen Rollen und Lieder mit ihr ein. Song, hallo! Hallo! Hallo!
heute alle Herrlichkeit und Pracht. Soll ich singen oder jubeln, ganz egal, wie man es macht. Wir sind im Osten des Landes, am Wilden Kaiser. Er lädt zu ausgedehnten Klettertouren ein und mit seinen zerklüfteten Zacken macht das Bergmassiv seinem Namen alle Ehre. Herzlich willkommen, Bund Seiler, bei der Straße der Lieder. Danke. Du machst dir das Leben ja auch nicht gerade leicht. Aber Eva, du als alte Tirolerin, das macht auch dir nichts aus. Da ein bisschen spazieren gehen. Ein bisschen bergsteigen. Auf der Höhe da oben, vor dem Wilden Kaiser. Herrlich. Gell? Ja, schau, da drüben, gell, da war ich schon mit 10 Jahren ja? Auf einer Hütte im Omasbuhr bei gleichaltrigen Freunden. Und da durfte man halt hin und wieder mit den Erwachsenen eine Tour machen und auf die Gipfel rauf. Und dadurch kenne ich natürlich jeden Gipfel, jeden Steig, jede Wand. Da haben wir die Bergsteiger beobachtet, die Kletterer. Und das war fantastisch. Und die Leidenschaft für seinen Berg hat ihn niemals losgelassen. Da, wo er Eva Lind hingeführt hat, ist für ihn der schönste Blick auf den Wilden Kaiser. Da fahre ich eigentlich immer wieder her, habe meine Kameraausrüstung mit, schaue mir den Kaiser an, studieren genau, nicht die verschiedenen Routen und mache natürlich Fotos. Und hast du vielleicht ein paar Fotos dabei? So wie es der Zufall will, wenn man denkt, nehme ich ein paar mit. Gern. Da kann ich da ein paar zeigen. Schau, das ist zum Beispiel die Mauk und der. Und die Fotografie auch immer ist in schönem Wetter. Aber da ist er schön mit dem kleinen Sonnenstreifen darüber. Die Elmauer Häuter, der höchste Gipfel mit 2344 Meter. Nicht? Und da sind wir also fast im Nebel verschwunden. Ja, da braucht man ein bisschen Fantasie. Schön. Naja, das treibe ich so da rum. Gell? Und deshalb freut mich, dass du das jetzt auch mal gesehen hast. Danke. Es gibt doch noch ein paar Plätze in Tirol, wo du noch nicht warst, oder? Genau. Mein siebter Himmel ist leer. Uns beide gibt es nicht mehr. Sehnsucht, die nie verheilt. Liebe total. Du hast mich runtergeputzt, mir meine Flügel gestürzt und doch flog ich so hoch, vermisse dich so. Die Erde hat mich wieder, bin abgestürzt, kommt über, der Himmel kam.
als beschwert, hilflos in deinem Arm, Gefühle total. Du hast dich riesig gefühlt, mit meiner Liebe gespielt. Kitzbühel, der Geburtsort von Toni Sailer. Das Städtchen zählt zu den Top 10 der Nobelorte. Designermode, Golfturniere, Wintersport. Seit Jahrzehnten Attribute des Urlaubsortes. Die Reichen und Schönen aus aller Welt trafen sich hier schon sehr früh. Der Höhepunkt für den Jetset, das Hahnenkammrennen auf der berühmt-berüchtigten Streif. Kitzbühel ist neben St. Anton die Wiege des alpinen Skilaufs. Und hier wuchs dann ein Junge auf, der zur Skilegende werden sollte. So, dann. Toni, wann bist du eigentlich das erste Mal überhaupt auf Skiern gestanden? Ja, das erste Mal auf Ski gestanden, da war ich ja vielleicht anderthalb. Aber da bin ich mit den Ski von meinem Papa und mit den Ski schon. Oben in der Wohnung, da ist so ein langer Gang gewesen, da bin ich mit dir immer hin und her. Und dann habe ich gewusst, dass ich zu meinem zweiten Geburtstag, das war im November, Ski krieg. Aber da hat schon 10 Tage vorher hat schon geschneit. Und dann habe ich so lange bettelt, bis mir die Mama dann, die da gegeben hat, nicht die Stecken und die Ski. Das waren die ersten Ski? Das waren die ersten Ski. Und da ist dann zum Training gegangen. Wir sind hier im Zielhang der wohl berühmtesten Skirennstrecke der Welt. Naja, das kann man laut sagen. Das ist die Streif, die berühmt-berüchtigte Streif. Und da ist schon einiges los. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sie auch ein paar Mal gewonnen habe. Vor allen Dingen 1956 Abfahrtsslalom und die Kombination. Das war toll. Unsere letzte Hoffnung war Toni Sailer. Wird er es schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Jawohl, mit tödlicher Sicherheit nimmt er die schwierigsten Stellen und stürzt sich wie ein Habicht in die Tiefe. Da ist er schon im Zielschuss. Noch einmal durchgedrückt mit federnden Knien und nimmt die schwierigsten Stellen elegant. Überlegener Sieger im Abfahrtslauf, also Toni Sailer, Österreich. Und wann bist du das erste Mal überhaupt die Streife heruntergefahren? Das erste Mal, das war, da war ich 5 Jahre, war schon in der ersten Klasse Volksschule. Und da bin ich dann im Januar mal die Streif gefahren und der Direktor, unser Klassenvorstand, der hat es dann laut und deutlich in der Schule verkündet. Toni Sailer ist also die Streif gefahren, denn die war ja wirklich kriminell zu der Zeit, nichts präpariert, gar nichts und das war schon sensationell. Sensationell auch sein dreifacher Olympiasieg in Cortina. Jetzt war er weltberühmt, ein Fischerbursche obendrein. Auch Ende der 50er Jahre für die Medien Anlass genug, den Blitz aus Kitz ins Visier zu nehmen. Auch beim Toni läutet am Morgen der Wecker. Und er steht genauso ungern auf wie wir alle. 6 Uhr und schlechtes Skiwetter. Oje. Beim Frühstück ist die Laune schon besser. Das sind sie, die Sailers, diese olympische Familie. Die Burm mit einem Hunger, der die Goldmedaille verdiente. Sie fahren schon wie die Teufel, der Toni und seine Freunde. Weniger teuflisch hingegen fährt dieser Engel. Die wird's nie lernen, meint der Toni. Ob der Sturz zu Tonis Füßen gerade im richtigen Augenblick eine List war? Na bitte, das blonde Gift von der Piste hat's geschafft. Aufpassen, Toni, vorsichtig sein. Der Toni muss eiserne Nerven haben. Schenkt man sich was das bedeuten soll, man schenkt die Rose nicht allein, man liebt sich selbst.
Zillertalbahn führt in das wohl bekannteste Tal Österreichs. Vor 100 Jahren war sie noch lebensnotwendige Verbindung nach draußen. Heute bringt sie zahlreiche Touristen ins Tal hinein. Immer am ersten Wochenende im Mai ist das Zillertal, genauer gesagt Zell am Ziller, eine besondere Reise wert. Dann nämlich feiern die Zillertaler Österreichs größtes Trachtenfest. Tausende von Trachtenträgern aus Tirol, Bayern und Südtirol ziehen dann in einem farbenprächtigen Umzug durch die Straßen des Städtchens. Gauderfest heißt dieses Spektakel und der Name geht zurück auf ein altes Flurstück in Zell. Es gehörte einer Brauerei und noch heute braut diese den Gauderbock, Österreichs stärkstes Festbier. Höhepunkt des dreitägigen Fests ist der Umzug am Sonntag. Hier treffen sich alle, die im Alpenraum Tradition und Brauchtum pflegen. Die Grasausläuter sind junge Burschen, die mit ihren Glocken nach altem Frühjahrsbrauch das Gras herausläuten sollen. Ob es die berühmte historische Postkutschenlinie Tirol ist oder der bayerisch-österreichische Schuhplattler, fast 3000 Teilnehmer präsentieren sich. Und wer schon mal in Tirol zu Gast war, dem fällt der Reichtum an Trachten auf. Dazu tragen vor allem die Tiroler Schützenvereine bei. Entstanden sind sie als Verteidiger der Tiroler Freiheit. Und auf ihren Nationalheiligen Andreas Hofer schwören sie noch heute, ob in Nord-, Ost- oder Südtirol. Dass die Zillertaler und die Tiroler überhaupt feiern können, wissen sie jetzt. Aber nicht nur auf der Straße und in ihren Trachten, nein, auch der Hüttenzauber Tirols ist berühmt und von ganz besonderer Art. In the name Baby, I'm aware of where you go. Each time you leave me,
Tiroler lustig sind, ist sprichwörtlich. Und dieses Haus hier im Zillertal ist ein Beispiel dafür. Hier wohnten einst die Strasser-Geschwister, eine der berühmten Sängerfamilien aus dem Zillertal. Ursprünglich, vor 200 Jahren, waren sie Wanderhändler. Wie so viele Zillertaler Familien zogen auch sie damals durch halb Europa und boten ihre Waren an. Handschuhe, Teppiche, Kräuter und Heilsalben aller Art. Während sie ihre Erzeugnisse auf den Märkten anboten, sangen sie zuweilen Lieder aus ihrer Heimat. Und das dauerte nicht lange, bis Tiroler Volkslieder zum eigenständigen Exportschlager wurden. An Europas Höfen kleidete man sich plötzlich à la Tirolienne. Tiroler Tanz und Musik waren in. Die Strasser Geschwister machten auf diese Weise das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht weltbekannt. Selbst in New York traten sie auf. Die Tiroler sind lustig. Dieser Spruch rührt aus der Tradition der Tiroler Sänger. Und sie ist bis heute ungebrochen im Zillertal. Weiter ziehen.
flüstert Jesus, Vöglein lieblich singen. Gleich neben dem Zillertal, klein aber fein, das Alpbachtal. Eine Straße führte lange Zeit nicht hinein. Und noch nach dem Zweiten Weltkrieg besorgte eine Bötin die Post. Was damals vielleicht beklagt wurde, ist heute Alpbachs großes Glück. Kaum etwas hat sich am alten Baustil verändert. Und Alpbach gilt zu Recht als eines der schönsten Dörfer Österreichs. Alljährlich findet hier das berühmte Europäische Forum Alpbach statt, ein Dialog renommierter Wissenschaftler und Philosophen. Ihr wichtigstes Thema: Frieden auf unserer Erde. Und so haben sie dieses Idyll als Tagungsort gewählt. Am Ausgang des Tals, schon am Inn gelegen, ein weiterer touristischer Höhepunkt: Rattenberg. Mit rund 400 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs. Wohlhabend wurde Rattenberg schon im späten Mittelalter. Die Schifffahrt auf dem Inn brachte reiche Zolleinnahmen und gleichzeitig konnte die Stadt auf diesem Wege ihren Exportschlager vertreiben: Glaswaren aller Art. Bis heute ist die Glasstadt Rattenberg ein Begriff. Wenn man hier in der Gegend wohnt und ein Geschenk sucht, ist man in Rattenberg an der richtigen Adresse. Hier wird auf Wunsch alles aus Glas gemacht, was nur irgendwie möglich ist. Ich habe mir zum Beispiel diese kleine Glasbulldogge machen lassen. Und ich finde, sie sieht genauso aus wie meine Wendy. Schräg gegenüber, einige Kilometer innaufwärts, liegt Jenbach. Und von dort startet eine wunderschöne alte Zahnradbahn Richtung Aachensee. See you.
dass dich in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, Hansi. Hier mitten im schönen Tirol. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein darf. Und ich würde sagen, ich habe so eine sensationelle Reiseleiterin, Reiseführerin. Und die kann euch richtig das schöne Land Tirol richtig schön präsentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später, oder? Gern. Gut. In einer der malerischsten Ecken liegt Tirols größter See, der Achensee. Wer hier mit der alten Dampfeisenbahn ankommt, kann direkt umsteigen auf eines der vier Linienschiffe. Majestätisch das Karwendelgebirge, ein riesiges Naturschutzgebiet. Einsam und klein kommt da der Mensch sich vor. Und viele Sagen ranken sich um die schroffen Gebirgszüge. Einst war das Karwendelgebirge die Heimat des guten Riesen Tyrsus. Eines Tages taucht ein anderer Riese auf, der ihm sein Gebiet streitig machen wollte. Es kam zum Kampf. Tyrsus flüchtete schwer verletzt. Und das Karwendelgebirge wurde von seinem Blut getränkt. Der Sage nach verwandelte es sich in heilsames Steinöl. Hoch über Pertisau am Achensee, auf fast 1500 Meter Höhe, wird das Steinöl gewonnen. Ölschieferbrocken werden erhitzt, Gestein und Öl trennen sich. Gereinigt und veredelt verkauft es die Familie Albrecht in Pertisau. Das ist also das berühmte Steinöl, Hermann Albrecht. Das sieht ja aus wie Rohöl. Wofür verwendet man das? Steinöl ist ein altbewährtes Heil- und Hausmittel, seit über 100 Jahren bewährt. Und das wird hauptsächlich im Bereich des Bewegungsapparates bei Durchblutungsstörungen, Gelenksproblemen, Kreuzschmerzen und so weiter mit bestem Erfolg eingesetzt. Und worauf beruht die Heilwirkung dieses Öls? Das sind Ablagerungen 180 Millionen Jahre alt, Versteinerungen von fossilen Lebewesen, Fische und Pflanzen, die einmal im Urmeer, das hier einmal war, gelebt haben. Diese Ablagerungen beinhalten natürlich gebundenen Schwefel und darauf beruht die Heilwirkung. Es war ein Zufall, dass der Großvater von Hermann Albrecht vor 100 Jahren die Ölschieferader entdeckte. Während eines Unwetters rettete er sich in eine Schutzhütte und warf achtlos kleine Steine ins Feuer. Plötzlich fing einer an zu brennen. Dem erfahrenen Mineraliensucher war klar, er hatte ein Ölschieferlager entdeckt. Steine brechen war damals mühsam. Bei Eis und Schnee, mehrmals am Tag, mussten anschließend Ölfässer über den Pass geschleppt werden. Und dann traf die Familie auch noch ein tragisches Unglück. 1925 hat unser Großvater das Augenlicht verloren. Durch eine Explosion. Und das war eine äußerst schwierige, harte Zeit, weil unsere Eltern ja noch kleine Kinder waren. Es waren 10 Kinder da, zwischen 1 und 17 Jahren. Und so musste man den harten Bergbaubetrieb 5 Gehstunden von Pertisau aus entfernt weiterführen. Und Gott sei Dank hat es da eine Tante gegeben, die unseren Eltern damals schon das Steinelbrennen gelehrt hat und gezeigt hat, wie sie es anstellen müssen, dass der Betrieb weitergeht. Eine kleine Frühlingsmeise nimmt mein Herz mit Augenreisen in die schöne Weite bringt hinaus. Dort, wo bunte Blumen blühen, dort, wo weiße Wolken ziehen, steht am Waldesrand ein Haus. Still ohne Sorgen, fröhlich geborgen, liegt dort die Welt im Sonnenschein. Bunte uralte Bäumen lässt es sich träumen in den holden Frühlingstag hinein. Alle Bienen summen leise, meine kleine Frühlingsweise, bunte Falter flattern hin und her. Die Natur auf allen Wegen streut den schönsten Blütensegen und die Rosen duftet süß und schwer. Doch wie bald ist all diese Pracht entschwunden, die ein schöner Tag uns im Mai
verstummt alle Vöglein auf den Zweigen, auch die Falte tanzen nicht mehr ihren Reigen. Selbst die alten Bäume hüllen, frieren sich in Schweigen, und den Blümlein klein ist so traurig zumut. Da ertönt ganz leise, leise meine kleine Friedensweise, bis die goldne Sonne strahlend lacht. Die Blumen blühen wieder, auch die Wolken ziehen wieder, und vergessen ist die alte Nacht. Freut euch der Abend, nutzt jede Stunde, wenn euch die Sonne strahlt im Mai. Sucht die Schönheit im Leben, steht nicht daneben. Gelegen, der Kaiserwinkel. Die bayerische Grenze ist nicht mehr weit. Lüftelmalereien schmücken die Häuser hüben wie drüben. Der wilde Kaiser ist zum zahmen Kaiser geworden. Die liebliche Landschaft um Kössen und Walchsee lädt den Gast zu ausgedehnten Wanderungen und erfrischendem Badeurlaub ein. Den Wagemutigen lassen die guten Aufwinde auch schon mal in die Luft gehen. Was gar kein Wunder war. Die Luft, die Wälder und die Berge.
Berge, da hat's bei dir gefunkt. Doch dass du nicht nach Hause willst, das hat noch einen Grund. Ein Tiroler kann küssen, das hältst du nicht aus. Ein Tiroler muss man wissen, der übt Tag ein Tag aus. Ein Tiroler kann alles, was keiner sonst kann. Der Tiroler ist ganz einfach ein Bild von einem Mann. Du gehst wie träumend durch die Landschaft und fühlst dich toll. Hier machst du täglich die Bekanntschaft mit deinem Glück, obwohl der schönste Grund bei uns zu bleiben und nie mehr fortzugehen war und bleibt die Leidenschaft, auf die wir uns verstehen. Ein Tiroler kann küssen, das hältst du nicht aus. Ein Tiroler muss man wissen, der übt Tag ein Tag aus. Ein Tiroler kann alles, was keiner sonst kann. Der Tiroler ist ganz einfach ein Bild von einem Mann. La la la. Wenige Kilometer hinter der bayerischen Grenze, das Städtchen Kufstein am Inn. Hier treffen sich Eva Lind und Hansi Hinterseer am Fuße der mächtigen Festung wieder. Beide auf kulinarischer Entdeckungsreise vor dem Auracher Löchel. Ja, servus Hansi. Grüß dich. Willkommen in Kufstein. Freut mich. Warst du schon mal im Auracher Löchel? Du, ganz ehrlich gesagt, noch nie. Aber ich habe gesehen, dass eine ganz gute Speisekarte ist. Die schauen wir uns mal an, oder? Ja, schauen wir rein. Was gibt. Ein echter Tiroler Kaiserschmarrn. Das ist was Gutes. So, mal kosten? Die müssen wir unbedingt kosten. Kaiserschmarrn, also was macht man denn? Eier, Mehl, Milch, Zucker, Prise Salz, Staubzucker, ja, und Rosinen. Ganz wichtig. Du, und wieso heißt eigentlich Kaiserschmarrn? Wegen der Rosinen. Ah. Ohne Rosinen ist kein echter Kaiserschmarrn. Das immer? Ich weiß alles. Ich weiß alles. Nein. Über die Knödel, glaube ich, musst du mal ein bisschen was erzählen. In Tirol gibt es ja so viele Knödel. Speckknödel, Leberknödel, Fressknödel. Wir haben ja eine ganze Palette von guten Knödeln. Magst du die gern? Ich mag's gern. Ich muss ehrlich sagen, also ab und zu richtig was Deftiges, das mag ich ganz gern. Ja. Also mit Knödel habe ich es nicht so. Tiroler Gröstl, das war immer meine Lieblingsspeise als Kind. Ja, magst du das auch? Nee, das ist ja das. Genau, wenn es zur richtigen Jahreszeit so ein gutes Gröstl, mag ich gern. Aber wir bin es daheim, früher auf der Alm, auf der Seidl, das habe ich so gern wegen Polenta. Da sind wir alle beieinander geguckt am Tisch, zusammen die ganze Familie. Gut, das Maismehl, gell? Ja, das ist nur so, und haben wir aus der Pfanne, die ist da gestanden, mitten am Tisch, und haben wir von der Pfanne aus gegessen. Das ist einfach was Familie. Ja, schön. Familie, zusammengehörig und einfach gut gewesen. Und das ist eine deftige Kost, kann ich so eine Palette kochen. Jetzt haben wir so viel geredet von gutem Essen. Ja. Wo ist denn der Chef? Jetzt sollen Sie mal was Gutes kochen. Jetzt geht's mal aus aus meinem Kuchenlefer, gell? Haben Sie jetzt kriegen wir was Gutes. Ja, jetzt mache ich einfach was Gutes kochen. Ein Tiroler Tapas-Teller machen. Für den, gell? Von allem ein bisschen. Kässpätzle, Tiroler Gröstl, Schweinsbraten, Kassler mit Sauerkraut. So sieht dieser deftige Tiroler Teller aus. Also jetzt den Tapas-Teller habe ich da, einen Tiroler Tapas-Teller. Ist alles, was die Kuchel hergibt, super Zeug. Kässpätzle, Schweinsbraten, super. Mahlzeit, einen guten Mensch. Danke. Die Eva, lass uns schmecken. Nach, gell? Danke dir. Gut, hast du gemacht. Zum Wohl. Jetzt lassen wir es schmecken. Genau. Thank you.
Eva Lind und Hansi Hinterseer auf den Höhen rings um Kufstein. Du bist ja aufgewachsen mit Wandern, gell? Ich bin ja mehr oder weniger schon am Bergum. Es war eigentlich immer ein ziemlich breiter Weg in die Schule. Also eine gute Stunde bin ich unterwegs gewesen. Bergauf, zwei Stunden. Apropos, breiter Weg, sollen wir noch raufgehen? Bis zum Aussichtspunkt? Schau mal, du auf, ja, sicher nicht, ja. Schau mal. Ja, schaut gut aus. Schön. Die Festung, der Inn. Hansi, hast du eigentlich einen Bezug zu Kufstein? Ja, insofern schon, weil ich ja früher bei meiner Skifahrerzeit die Skikneisel gehabt habe. Und die machen sie ja genau da drüben. Mhm, durch das bin ich natürlich sehr viel hergekommen, um zum Testen und neue Ski auszufassen. Aber die Festung ist schon was Spektakuläres, finde ich da. Der grüne Inn, der da durchzieht. Und dann das Inntal da rauf. Schon sehr schöner Platz, aber ja. Der Kufstein ist ein Netzplatzl, ja. Und weil wir vorhin vom Wandern gesprochen haben, du bist als Kind sehr viel gewandert. Wanderst du heute auch noch so gern? Naja, da muss man es nicht übertreiben. Oder du machst das ganz gern? Sagen wir so, ich bin gern in den Berg. Ja. Und da bewegst du dich natürlich. Aber so richtig wandern, ja. Ich bin natürlich auf dem Berg aufgewachsen. Da habe ich in die Schule gemessen. Jetzt gehe ich gerne ein bisschen am Berg laufen. Oder natürlich auch, was mir riesen Spaß macht, mit den Fans wandern. Das mache ich einmal im Jahr. Einmal im Jahr und das kommt ganz gut an bei den Fans. Und das macht dann riesen Spaß. Weiter geht unsere Reise ins mittlere Inntal. Kramsach ist ein ruhiger Erholungsort. Wild ist nur die Brandenberger Ache. Früher schossen hier Holzstämme hinunter. Heute schlängeln sich Kanuten durchs Wildwasser. Eine der Attraktionen in Kramsach, der lustige Museumsfriedhof. Besitzer Hans Guggenberger führt Gotthilf Fischer zu den Grabkreuzen, deren Inschriften und Sprüche heutzutage pietätlos wären. Hier liegt in süßer Ruhe, erdrückt von seiner Kuh, Franz Xaver Mayer. Daraus sieht man, wie kurios man sterben kann. Hier liegt Martin Krug, der Kinder, Weib und Orgel schlug. Lieber Hans, du hast alle diese Grabinschriften gesammelt. Alles sind Originale. Ist es eigentlich ein lustiger Friedhof? Ja, es ist eigentlich schon ein lustiger Friedhof, ein Museumsfriedhof. Und du weißt ja, früher haben ja die Leute ein anderes Verhältnis gehabt zum Sterben. Und sie haben das eigentlich nicht so tragisch gesehen und haben das anders gesehen. Unsere Vorfahren haben schon immer viel Humor gehabt. Wie dieser Spruch hier zeigt. Hier ruht der Brugge von Lechleiden, er starb an einem Blasenleiden. Er war schon je ein schlechter Brunzer, drum bet für ihn ein Vater unser. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Ja, lieber Gotthilf, ich will dir da dieses Kreuz schenken von unserer Sammlung, für deine Sammlung. Ich hoffe, du hast eine Freude damit. Vielen Dank, du hast mir eine wirklich große Freude bereitet. Für dich und für Sie, liebe Zuschauer, singen wir jetzt von Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Domino. Oh,
einige Kilometer westlich von Innsbruck, das Kühtai in luftiger Höhe auf 2000 Meter. Im Winter ein Geheimtipp für Skifahrer, im Sommer ein Wanderparadies. Und die Sommerfrische hat Tradition. Schon der Habsburger Kaiser Maximilian weilte hier zur Jagd. Wo früher Gelage abgehalten wurden, ist heute das Vier-Sterne-Hotel Jagdschloss Kühtai. Der Hausherr ist ebenfalls ein Habsburger, Christian Graf zu Stolberg-Stolberg. Liebe Eva Lind, ich freue mich sehr, Sie als Tirolerin hier in diesem traditionsreichen Haus begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Und ich habe auch gleich eine Frage. Graf Stolberg, was hat Sie veranlasst, hier oben das Hotel selber zu führen? Die Geschichte des Hauses eigentlich hat mich beauftragt. Das Haus ist ja ursprünglich schon 1288 erwähnt und kam dann über wechselvolle Geschichte zu Kaiser Maximilian, der Jagden abgehalten hat. Dann Kaiser Franz Josef, der es meiner Großmutter zum Geburtstag schenkte. Also insofern war das schon von der Historie gegeben und ich versuche jetzt den Leitspruch, wo der Gast kommt und als Freund geht. Und ich denke, Gäste, die jetzt 50 Jahre kommen, bestätigen eigentlich meine Theorie, dass dieses Haus diese Atmosphäre birgt. Edel und stilvoll das Fürstenzimmer. Die Zirbelholzverkleidungen sind original aus dem 17. Jahrhundert. Ihr Name lautet Christian Graf zu Stolberg, Stolberg. Sie sind Habsburger und ein Ururenkel von Kaiser Franz Josef von Sisi. Woher kommt dieser Name? Also die Grafen Stolberg sind ursprünglich ein deutsches Geschlecht. Mein Großvater hat eine Kaiserenkelin geheiratet, und zwar die jüngste Tochter von Kaiser Franz Josef von Sisi war die Marie Valerie, übrigens die Lieblingstochter von der Kaiserin Sisi, und aus dieser Ehe stammte meine Großmutter, und so kamen wir Stolberg hier zu diesem Kühtaier Besitz. Eine ganz interessante Geschichte noch: zu meiner Jugendzeit musste ich meiner Großmutter bei Briefen immer oben am Titel schreiben IKH, das hieß ihre kaiserliche Hoheit. Da war mir dann doch klar, es ist meine Großmutter irgendetwas Historisches, wobei ich sie so als normale Großmutter eigentlich immer empfunden hatte. Und Kaiserin Sisi war nie hier? Nein, Kaiserin Sisi war wahrscheinlich nie hier, wurde zumindest auch nie erwähnt. Es gibt allerdings eine wirklich schöne Geschichte, als sie nach der Ermordung in Genf mit dem Zug auf der Rückreise ihr Leichnam durch die Gemeinde Sils, zu der wir gehörten, durchfuhr, blieb der Zug stehen, sozusagen als Ehrerbietung, dass Sisi wieder zurück heimatlichen Boden betretend, und dadurch gibt es eine ganz schöne Beziehung zwischen Kaiserin Elisabeth und Kühtai. Das ist also etwas, was mit uns sehr eng verknüpft ist. Die wollen, die könnt ihr zeigen, was sie für dich spüren. Vielleicht brech ich das Schweigen, wenn ich die jetzt berühr. Du weißt so viel von Freiheit, lasst mich, wie ich bin. Mit dir, da hat das Leben ganz am besonderen Sinn. Bis zum Mond und wieder zurück, auch wenn ich dabei alle Sterne verrückt. Zu zeigen, wie ehrlich ich's mein, bis zum Mond und wieder zurück. Du, das wär für mich der schönste Augenblick. Alles ließ ich stehen und liegen wegen dir, weil ich nicht vom Leben, scheint's auch manchmal schwer. Es kann wittern, donnern, beben, ich geb die nimmer her. Boah, sieh einmal keinen Ausweg und wie's weitergeht. Dann weiß ich, da ist Liebe, die alles übersteht. Bis zum Mond und wieder zurück, auch wenn
dabei alle Sterne verrückt. Alles ließ ich stehen und liegen wegen dir, weil ich mit dir mein Frieden spür. Kühner Entwurf aus jüngster Zeit, hoch über Innsbruck, die Bergiselschanze. Hier steht es in Bronze gegossen. Toni Innauer, Silbermedaille auf der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 1976. Herr Innauer, in alten Zeitungsartikeln kann man lesen, dass Sie damals, Sie waren gerade erst 18 Jahre alt, gar nicht zufrieden waren mit der Silbermedaille. Ja, und leider stimmt es. Man muss sich natürlich vorstellen, zu meiner Ehrenrettung, es war der letzte Tag der Olympischen Spiele, große österreichische Erwartungen, 60.000 Leute hier im Stadion. Und ich war in Führung nach dem ersten Durchgang, ganz weit vorn. Hätte eigentlich gewinnen sollen, müssen. Bin dann leider nur Zweiter geworden. Für mich war es nur die Silbermedaille. Ein Österreicher hat gewonnen. Ich war da herunten müde, geschafft, erschöpft, frustriert, geistig fertig und wollte eigentlich nur noch nach Hause. Aber bei den nächsten Olympischen Spielen 1980 haben Sie dann die Goldmedaille geholt. Sie haben zweimal den Weltrekord verbessert und galten als der beste Skispringer der Welt. Was hat Ihnen das Springen damals bedeutet? Was war das für ein Lebensgefühl? Skispringen war das Wichtigste. Es war alles für uns, für mich ganz besonders. Ich habe das genossen. Man muss sich vorstellen, wie toll das auch ist, wenn man mit zwei Skien endlich nach Jahren sicher und souverän durch die Luft segeln kann. Vielleicht noch einer der Weltbesten ist. Es hat mein Leben von früh, vom Aufstehen, vom Essen, vom Müsli bis zum Schlafengehen, übers Training, hat das alles dominiert und bestimmt. Ich würde Sie einladen, dass wir hochgehen und dass wir mal runterschauen, dann können Sie das besser nachvollziehen, sehr was das gerne für ein Gefühl ist. Heute ist Toni Innauer der Chef der österreichischen Skiadler. Der alte Hase erinnert sich noch gut an seine Anfänge. Wenn ich von hier oben runterschaue, vor allem so mit Richtung auf den Wiltener Friedhof, dann kommt mir richtig das Gruseln. Können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Sprung von der Großschanze? Sowas vergisst man natürlich nicht. Vor allem die Nacht vorher. Man denkt nach drüber, wie man das anlegt. Man springt in Gedanken 15 Mal, 20 Mal, 30 Mal hinunter, bis man endlich müde genug ist, um einzuschlafen. Und am nächsten Tag, Gott sei Dank, war schönes Wetter. Da war das eigentlich ein Kinderspiel. Es war irrsinnig aufregend. Erst wo ich unten gestanden bin, habe ich dann gemerkt, dass die Knie schon ein bisschen schlottern, aber ich habe es geschafft. Ich bin da runtergesprungen, wo ich als Kind sehr oft heraufgeschaut habe und geglaubt habe, ich traue mich da nie. Und dann hat man das endlich bewältigt. Und heute, wenn ich runterschaue, dann muss ich sagen, bin ich froh, dass ich nicht mehr springen muss. Das kann man vorstellen. Gestern, das scheint wie tausend Jahre her zu sein. Gestern fühlte ich mich so allein, so wie ein noch unentdecktes Land. Ein Weg, den keiner fand, zur Einsamkeit verbannt. So hab ich mich bis gestern
eine andere Frau aus mir gemacht. Die Lust am Leben hat und wieder lacht. Ich fühl mich so voller Energie. Diese Straße der Lieder geht zu Ende, liebe Zuschauer, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bevor ich mich jetzt aber von Ihnen verabschiede, aufgepasst, es gibt noch etwas zu gewinnen. Und zwar einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen im Romantikhotel Schwarzer Adler in Innsbruck. Romantik-Dinner und Wellnessbehandlung inklusive. Dafür müssen Sie uns folgende Frage richtig beantworten. Wie heißt das Wahrzeichen von Innsbruck? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie an den SWR, Straße der Lieder, 70107 Stuttgart. Ich wiederhole, SWR, Straße der Lieder, 70107 Stuttgart. Einsendeschluss ist der 30. November.
Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, bedanke mich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auch ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Freuen Sie sich jetzt schon auf die nächste Straße der Lieder.